Ey, heute ist hier ein spontanes globales Schiff-Event reingekommen, was ja gar nicht geplant war. Es war schon hier in den News zu sehen, aber trotzdem ist es jetzt hier im Spiel. Deswegen, wenn ihr euch wundert, warum ist hier ein globales Schiff-Event, war hier drin, aber nicht auf meinen Notizzettel. Das wurde noch spontan hier hinzugefügt. Deswegen können wir uns jetzt freuen, ein Event mehr zu haben diese Woche. So sehe ich das immer. Ich meine, auch wenn man mal was nicht weiß, ist das nicht immer schlimm, weil ein globales Boot-Event kann man ja immer nebenbei spielen. Das ist jetzt nicht so ein Event, wo man sich ultra, ultra lange darauf vorbereiten muss. Deswegen geht das hier auf jeden Fall klar. Ich bin gerade noch in Griechenland, bin auch hier im Urlaub. Deswegen hier ein bisschen heute auch ein anderes Video. Ihr wisst ja jetzt ab Oktober, ihr habt wahrscheinlich alle auf die Events der nächsten Woche gewartet, aber das kommt jetzt immer samstags. Die Uhrzeit ist jetzt im Sommer halt 10 Uhr morgens und im Winter wird das 9 Uhr morgens sein. Ist ja jetzt bald auch wieder Zeitumstellung. Einfach abonnieren, Glocke aktivieren. Vergesst einfach die Zeiten, die ich euch sage, dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung und ich werde sie auch immer auf Instagram in die Story packen, auf TikTok auch nochmal posten und sogar auch im WhatsApp-Kanal. Sowieso immer die Infos raushauen, wenn da irgendwie was ist. Verpasst ihr das auf jeden Fall nicht, wenn ihr hier auf YouTube abonniert habt und noch irgendwo anders. Reicht ja, ihr müsst ja nicht alles haben, aber wenn ihr irgendwo noch, weiß ich, WhatsApp-Kanal oder Instagram, vielleicht auch beides, alles braucht man ja nicht, aber wenn ihr irgendwo noch eine zweite Infoquelle habt, dann bekommt ihr auf jeden Fall immer alles mit. Doppelt ist besser als eins. Discord gibt es natürlich auch noch, da kriegt ihr auch mal alle Infos. Könnt ihr auch vorbeikommen, alle Infos, also zu meinen weiteren Social Media Kanälen und so weiter, in der Videobeschreibung. Und ich muss jetzt mal hier kurz gucken, was wir hier machen. Ich glaube, ich brauche sogar Tomaten. Boah, das Feld sieht so kacke aus. Ich habe ja alles durcheinander. Das regt mich schon wieder auf, da kriege ich schon wieder Pulsader. Obwohl ich eigentlich vom Wetter hier Pulsadern kriegen müsste. Ja, Griechenland hier 29 Grad. Ich weiß, in Deutschland regnet es wie Sau. Ich bin hier noch ein bisschen unterwegs und ja. Dementsprechend kommt morgen dann das Event-Video, könnt ihr euch schon mal drauf freuen und ja, denkt ja an den Creator-Code immer wieder eingeben. Hier sind voll viele Angebote im Moment, aber es liegt natürlich auch hauptsächlich auch am Oktoberfest-Event hier. Ich habe mal im WhatsApp-Kanal eine Nachricht reingeschickt, wie ihr die Dekoration findet und es ist sehr auf negatives Feedback gestoßen. Es liegt nicht an der Dekoration selber, ist zumindest meine Vermutung. Es liegt einfach an den unheimlich grottigen und großen Preisen hier. Ich meine, man kriegt zwar trotzdem die Diamanten dafür. Aber die Diamanten kriegt man ja im Online-Shop von Supercell viel, viel günstiger. Sogar noch mit einem Bonus. Und ja, das ist halt einfach hier viel zu überteuert. Ich meine, 24 Euro für zweimal so eine Ziegendeko. Ja, weiß ich nicht. Das ist halt so, kann man machen, muss man aber nicht. Aber ja, das ist halt so, man könnte das auch günstiger mal machen, oder? Warum nicht 20 oder 15 mal? Also, es ist ja ein Angebot. Und einfach dann die Diamanten zu nehmen, die sowieso schon 24 Euro kosten. Und dann auch eine Dekoration beizupacken, finde ich halt ein bisschen krass. Und das finde ich sowieso krass. Also, dass eine Klorolle, wenn man das mal ausrechnet, 90 Diamanten kostet. Das kostet, wenn man Tom schon hatte, ist quasi 10 Tage Tom. Das ist, boah, das ist ja niemals 5 Klorollen wert. Also, die sagen quasi, eine Klorolle ist so viel wert wie 10 Tage Tom. Das ist schon eine Frechheit eigentlich. Ja, gut. Und dann die Dekokisten hier für unsere Dekorationsboxen. Übrigens ignoriert hier die Hintergrundgeräusche ein bisschen. Ich glaube, die sind im anderen Zimmer am Saubermachen oder so. Ich hoffe, das stört nicht. Ja, und hier eine Scheunenverbesserung. Das ist natürlich jetzt immer abhängig davon, wie viel jetzt noch fehlt zum Scheunen-Upgrade. Also wenn ich jetzt die Scheune gerade upgraded hätte, dann würde alles fehlen, dann würde das wahrscheinlich über 100 Euro hier sein. Und das hier, großes Gutscheinangebot. Ey, das ist ja wohl eine Frechheit. 645 Diamanten dafür. Das sind 24 Gutscheine. Normalerweise kostet ja ein Gutschein 8 Diamanten, wenn man den hier hinzufügt. Kann man hier gucken, wenn man hier auf Gutscheine geht. Macht, ach, 80, Entschuldigung. 15, 30, 50, 80. Ich meine, das ist auch übertrieben teuer. Das wird wahrscheinlich auch ein bisschen günstiger sein. Ich rechne es jetzt mal nicht aus, aber wird wahrscheinlich. Aber das ist so viel. Alter Vater. Also das, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ihr könnt ja mal gerne eure Meinung zu den Angeboten in die Kommentare schreiben. Aber ich finde die Angebote in letzter Zeit einfach nur viel, viel, viel zu überteuert. Ich will nicht sagen, dass es schlechte Angebote sind, aber sie sind einfach viel zu teuer. Das ist meiner Meinung nach. Und ich meine, man hat zwar keinen großen Vorteil dadurch. Ich meine, klar, jetzt, wenn man die Diamanten holt schon, dann kann man halt Tom holen, man kann die Schiffe holen, LKW-Aufgaben ein bisschen schneller. Und geht zwar alles ins Geld, hat man ein bisschen Vorteil, der wird ein bisschen schneller, kriegt vielleicht ein bisschen mehr Geld. Aber wenn man einfach gut spielt, dann macht das alles nicht wieder weg. Natürlich, wenn man richtig gut spielt und Geld ausgibt, ist natürlich am besten. Aber ja, Geld ausgeben muss man nicht in Heyday. Macht das nicht, Leute. Wenn ihr das macht, gebt gerne den Creator Code ein. Könnt auch, wenn ihr nichts ausgibt, auch gerne eingeben. Aber ja,
besser ist, wenn ihr kein Geld ausgibt. Dann einfach Spaß haben beim Spiel. Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, im Low Level macht Heyday gleich viel, wenn nicht sogar noch mehr Spaß, weil man einfach viel mehr freischalten kann. Man kann ja viel mehr Strategien fahren, viel mehr anders machen, man hat weniger Produkte. Hier hast du manchmal so eine Produktauswahl, die, wo man sich manchmal denkt, Alter, wie soll ich das alles schaffen? Also im hohen Level hat man manchmal so ein Überforderungs, ja, so ein Überforderungsgefühl. Weil du musst halt, wenn du im hohen Level bist, musst du sowieso schon auch die ganzen kleinen Farmen spielen, damit du dir immer selber helfen kannst. Das hast du im niedrigen Level halt nicht. Da kannst du dir helfen, musst du aber nicht. Da kommst du halt alleine noch zurecht. Im hohen Level ist das halt schwierig. Da muss man halt in mehreren Farmen aktiv sein und ja, mit allen richtig Gas geben, wenn man da schnell weiterspielen will. Man kann natürlich auch einfach so mit einer Farm weiter daddeln, geht natürlich auch. Aber dann hat man halt oft das Problem, auch jetzt muss ich das wieder machen, das fehlt mir. Und im niedrigen Level findet man alles, man kriegt auch alles selber produziert und so. Das ist halt im niedrigen Level nicht so extrem. Ja, es gibt da Tage, da denke ich mir so, auch im Low Level macht Spaß, dann spiele ich eine Low Level Farm. Es gibt Tage, da habe ich Bock auf meine erste Farm, weil es einfach geil ist, alles zu haben und alles zu machen. Dann spiele ich die Farm. Ist natürlich auch ein Luxus, den man haben kann. Aber nicht unbedingt muss. So, ich muss jetzt gleich ein bisschen noch Handtücher mitnehmen. Jetzt muss ich da erstmal mit der Hotelmeisterin hier reden. Ich muss ja Handtücher holen. Oh. Auch gestern hatten wir wieder einen Autounfall hier. Also was heißt Autounfall, aber ja, ach, ich kann nicht mehr reden. Wir waren mit dem Quad unterwegs und dann standen wir an der Kreuzung und da war richtig viel los. Ja, und dann auf einmal kommt so ein Mercedes von hinten, ich gucke so nach hinten, ich will da nicht bremsen. Einmal bremst er uns voll in das Quad rein. Aber volles Rohr. Alter, ich dachte, was ist jetzt los? Ich gucke so nach hinten, ruf so, Alter, bist du dumm oder so? Ich meine, er kann zwar kein Deutsch, aber ist mir einfach so rausgerutscht. Und dann habe ich dem so Handzeichen gestikuliert, hier, bleib mir hier stehen. Und dann ist er ausgestiegen. Und das ist nicht wie in Deutschland, ne? Und er war voll entspannt. Er sagt so, Bro, sorry, my bad, irgendwie sowas. Also so nach dem Motto, hier meine Schuld, sorry, guckt so an. Ja, ich habe den größten Schaden. Ey, dein Auto war so im Arsch, ne? Bei dem Quad war hinten so ein KMH-Schild dran. Und das war ein bisschen verbogen. Sonst war nichts an dem Quad dran. Und bei ihm, Nummernschild verbogen. Die Motorhaube war eingedrückt. Unten der Spoiler, der war weggebrochen. Und die Lampe hatte einen Riss gehabt. Alter, sein Auto war sowas von dem Arsch. Und am Quad war einfach gar nichts dran. Und er war einfach so chillig. Er guckt so, ja, ich habe den meisten Schaden. Ich sag nur, ja, ist das okay, wenn ich ein Foto mache hier, Mietquad und so. Kein Bock hier Stress zu kriegen. Und so, ja, mach ruhig ein Foto. Und er geht sogar noch neben sein Auto, macht so mit Daumen hoch, so nach dem Motto Selfie. So cool, der Typ. Und ich dachte mir so, Alter, ja, okay. Und dann, ja, weitergefahren und ja, dann habe ich dem Typen das erzählt. Er wollte mir erst nicht glauben, wie Unfall. Was, verarscht mich, oder? Ich so, nee, nee. Und dann habe ich ihm die Fotos geschickt und dann war auch alles gut. Wird da nichts mehr nachkommen. Das Ding ist, wenn du hier so ein Quad mietest, dann hast du halt so Eigenanteil. Musst du, also wenn du einen Unfall baust und du bist schuld, musst du einen gewissen Betrag dann selber zahlen, weil es dann nicht die Versicherung übernimmt. Bei den Autos ist das hier anders, da das komplett bist du da mit drin. Aber bei den Quads nicht. Aber da ich ja nicht schuld war, da muss ich auch nicht zahlen, deswegen passt das schon. Und selbst wenn, das ist nur das eine Schild verbogen, einfach eine Schraube reindonnern, dann ist es auch fertig, das kann auch nicht die Welt kosten, selbst wenn das jetzt so wäre. Ja, so ist das hier in Griechenland. Aber ansonsten, richtig schön hier, kann ich nur empfehlen. Ich bin auf Kreta. Ich weiß, manche fahren nach Kos, manche fahren nach Rhodos. Wahrscheinlich alle schöne Inseln. Ja, informiert euch, welche Insel ihr sehen wollt, wenn ihr nicht schon auf irgendeiner wart. Ja. Ich habe eigentlich nur Positives von allen drei Inseln gehört. Es gibt Leute, die waren schon auf jeder Insel und sagen dann, die ist besser, die ist nicht besser. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr noch nie hier auf einer Insel wart, wird auf jeden Fall jede Insel für euch ein Highlight sein, weil es ist auf jeden Fall mal was anderes, was Cooles, ja, was Geiles. Mal jetzt die Silberbarren. Ja, ich poste übrigens ab und zu mal ein bisschen was hier von Griechenland in meiner Instagram-Story, deswegen checkt das gerne mal aus, falls euch das interessiert. Nochmal eine Schleichwerbung für Instagram machen. Oh Mann. Ja, und Heyday, jetzt kommen wir wieder zu Heyday. Bald steht ja das Update an und es wird so eine geile Neuerung kommen. Ich habe das ja schon in Livestreams angepriesen und und. Das wird Heyday komplett verändern. Ich sag's euch, wie es ist. Das ist so ein geiles Update. Das glaubt ihr gar nicht. Also nur die eine Sache, von der ich jetzt rede. Ich kann nicht fürs gesamte Update sprechen, weil ich weiß noch nicht alles. Aber haltet auch schon auf Dairy News. Also abonniert den Kanal.
Wenn Dairy News kommt, reagiere ich direkt darauf und lade das hoch. Ich weiß nicht, ob ich das mal im Vorhinein bekomme. Supercells Moment wird da so ein bisschen komisch. Man kriegt nicht alle Infos, man muss 10.000 Mal nachfragen. Dies, das, jenes ist schon wieder ein bisschen anstrengend im Moment. Ich kann mir vorstellen, dass die auch sehr, sehr viel zu tun haben, aber ja, ich finde es halt immer ein bisschen schade, wenn man da nicht immer alle Infos bekommt. Weil das Ding ist, die bringen dann so die Infos raus, so eine Stunde vorher. Und ich meine, ich habe ja auch noch einen Job nebenbei. Also, was heißt nebenbei? Ich habe ja einen Hauptjob. Ich mache das hier mit YouTuber nicht mehr beruflich. Und deswegen würde ich das halt gut finden, wenn man mindestens mal einen Tag vorher Infos bekommen würde. Manchmal ist das echt stressig dann, da die Infos rauszuhauen. Aber bisher hat immer alles geklappt, deswegen alles easy. Deswegen gucken wir mal, wann wir Dairy News endlich sehen können und ob da die Update-Infos schon dabei sind. Ich vermute mal, ja. Also ihr müsst nur noch 2, 3 Tage warten, wenn überhaupt, weil Dairy News kommt ja am Ende des Monats und der Monat ist bald zu Ende. Und dann können wir uns auf eine geile, geile Dairy News-Folge kommen, freuen. Es wird dabei sein, weil beim letzten Update war es auch so. Und dann seht ihr die geile Neuerung. Ich werde dann darauf reagieren. Wir werden uns freuen und dann werde ich direkt danach den Tag euch oder sogar noch an dem Tag das Update vorstellen. Ich freue mich so riesig darauf. Aber wenn ich dafür hier in Griechenland Videos machen muss, was heißt muss, möchte, machen möchte, ist es mir das tausendmal wert, weil es ist so geil. Ich freue mich da echt extrem drauf. Oh Mann, ey. Da bin ich. Ich war schon lange nicht mehr so hyped auf dem Update, aber diesmal ist es wieder soweit. Ja, das letzte Update war ja teilweise ein Reinfall, aber das Update wird besser werden. Ja, Leute, ich denke mal, das war's für den Part. Ich will euch auch nicht, hier nicht zu lange voll labern heute mal einen kürzeren Part. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, was sehr wahrscheinlich das Dairy News Video sein wird. Deswegen freut euch drauf, abonniert den Kanal, folgt mal gerne rein und dann sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Tag, haut rein, ciao.